Das ist schon okay. Das Problem ist jetzt, wenn jetzt irgendwas passiert, dass ich irgendwas ändere, dass ich ein Sinn spiele oder sowas, das auch schon glaube ich, doch nicht so gut. Ja. Also, der Sigo, der erzählt uns jetzt was über, sorry, über... Sehinjektionen und Injektionen. Super Turing-Maschine. Genau. Vielen Dank, Simon, für die nette Einführung. Eben gab es ja ein paar Kommentare, dass das, was Prof. vorgestellt hat, zu weit entfernt war von der realen Welt. Wir entfernen uns jetzt noch deutlich weiter von der realen Welt, weil wir werden über Super-Turing-Maschinen nachdenken. Super-Turing-Maschinen sind ein gedankliches Konstrukt, das ist eine gedankliche Vorstellung von Computern, die unendlich viele Rechenschritte ausführen können und danach noch weitermachen können. Sie sind super praktisch, können sehr viele Probleme lösen, nur gibt es sie leider nicht zu kaufen. Aber ich kann auch gleich eine positive Nachricht vorwegnehmen, nämlich es ist noch nicht klar, dass Super-Turing-Maschinen physikalisch unmöglich sind. Es gibt eventuell Möglichkeiten, irgendwie mit schwarzem Loch und relativistischer Zeitdilatation das hinzubekommen. Und eventuell wird Marc nächstes Mal einen Vortrag halten über die physikalische Realisierbarkeit von Super-Turing-Maschinen. Da geht es ja nicht mehr um Quantenbits, sondern um schwarze Löcher, wie viele drin sind. Genau. Und wozu Super-Turing-Maschinen richtig geil sind, sind aus mehreren Gründen. Zum einen, sie machen richtig viel Spaß. Zum anderen, sie sind super gut für Gegenbeispiele. Und weil da eben manches anders ist wie bei normalen Turing-Maschinen. Und sie werfen Licht auf die Natur der Berechenbarkeit. Ja, es ist gut, Konzepte immer zu pushen in verschiedene Richtungen. Auch wenn man sich für die Verallgemeinung eigentlich nicht intrinsisch interessiert, sondern nur für das ursprüngliche Konzept. Aber man lernt über das ursprüngliche Konzept, indem man das Konzept pusht. Ich sage euch grob, was wir heute vorhaben. Wir machen kurz zwei Erinnerungen. Zum einen ganz kurz an gewöhnliche Turing-Maschinen, da werde ich ein paar Fun-Facts erwähnen, die hier sicherlich noch nicht alle kennen. Und wir brauchen ganz kurz einen Crashkurs in Ordinalzahlen. Ordinalzahlen sind geil. Dann Grundlagen zu Super-Turing-Maschinen, dann besondere Phänomene, die es gibt. Und wenn dann die Stimmung noch gut ist, dann Einführung in effektiven Topos. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, möchte ich noch kurz Leute grüßen, nämlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von meinem Papenburg-Kurs, die mir dieses richtig geile T-Shirt geschenkt haben. Macht Spaß, vielen Dank dafür. Okay, ein Hoch auf Turing-Maschinen. Kurze Erinnerung, wie man sich eine Turing-Maschine vorstellen kann. Turing-Maschinen sind Abstraktionen von Computern, ja, die all die Schwierigkeiten in der realen Welt nicht haben. Also da können nicht irgendwie Elektronen über Leiterbahnen springen oder sowas, sondern es ist sehr, sehr abstrahiert. Man hat nicht irgendwie verschiedene Arten von Arbeitsspeicher und Caches und so weiter, sondern man hat ein Band. Ein Band, was dafür in beide Richtungen unendlich lang ist. Das kann man sich so vorstellen, dass immer wenn das Band aus ist, dass dann ein Yogi vorbeikommt, der nochmal mehr anklebt an das Band hinten. Okay, und wir haben den Schreiblesekopf, der befindet sich immer an exakt einer Stelle von diesem Band und kann lesen, was dort gespeichert ist, entweder eine 0 oder eine 1. Und wir haben den Regelwerk. Und was das Regelwerk jetzt macht, ist, das ist sozusagen das Gehirn der Maschine, das schaut sich an, mit dank des Schreiblesekopfes, was momentan der Zellinhalt ist. Dann trifft es irgendeine Entscheidung und die Entscheidung kann so aussehen, entweder die Zahl, den Zellinhalt zu belassen oder ihn zu verändern und entweder die Position des Kopfes zu belassen oder eins nach links oder eins nach rechts zu gehen. Und so macht eine Turing-Maschine dann immer weiter und die Logik der Turing-Maschine steckt immer in der Steuerung. Wichtig dabei, das Band ist zwar an beide Seiten unendlich lang, aber die Steuerung, also das Regelungswerk, das ist endlich. Ja? Darf die Turing-Maschine sich auf vorige Sachen, die sie gesehen hat, beziehen? Ja, sehr gute Frage, aber die Antwort lautet zunächst nein. Das einzige Gedächtnis, was die Turing-Maschine hat, ist dieses Band. Und das ist so ein bisschen ein blödes Gedächtnis, weil sie muss immer hinspulen zu einem Ort, wenn sie die Information abrufen will. Dazu bräuchte sie auch sowas wie eine File Allocation Table, ne, die sie irgendwo aufs Band schreiben kann. Also eine Turing-Maschine hat wenig Möglichkeiten, sich was zu merken, aber eine schon. Nämlich, du kannst halt ganz, ganz viele Zustände in der Turing-Maschine einbauen. Ja? Das Regelwerk muss endlich sein, aber es kann sehr groß sein. Und so kannst du halt irgendwie verschiedene, also quasi für jede, immer wenn du dir ein Bit merken willst, ja, dann duplizierst du all deine Zustände, die du sonst hättest, zu zwei Varianten. Einmal, wo das gemerkte Bit 0 war und einmal, wo das gemerkte Bit 1 war. Ja? Für die Turing-Maschinen jetzt gerade kennengelernt haben, es gibt ganz einfache Turing-Maschinen, die zum Beispiel einfach das Band komplett mit Einsen vollschreiben. Ja? Oder es gibt interessantere Turing-Maschinen, die halt irgendwie lesen, was auf dem Band ist und damit irgendeine Berechnung anstellen. Warum sind Turing-Maschinen so geil? Das hat aus meiner Sicht 5 Gründe. Zunächst, das Konzept ist sehr schlicht. Ja? Es kommt nicht mit unnötigem Ballast daher. Es ist wirklich nur dieses Band, der Schreiblesekopf und das Regelwerk. Nicht mehr. Zweitens, es hat einen klaren mechanischen Bezug.
als Alan Turing circa 1950 auf dieses Konzept von den Turing-Maschinen kam, da hat er das mit einem gewissen Grund gemacht. Nämlich, die Leute damals wollten rausfinden, das war eine spannende Frage, die damals überhaupt nicht geklärt war, was denn grundsätzlich überhaupt berechenbar ist. Und um das mathematisch zu klären, brauchen wir ein mathematisches Modell. Und dafür hat er sich die Turing-Maschinen überlegt. Und damit man aber überzeugt ist, dass das was mit der Realität zu tun hat, war es wichtig, dass das Modell auch irgendwie einsichtig ist. Und jeder kann sich vorstellen, dass rein prinzipiell so eine Turing-Maschine realisierbar wäre. Ja? Man braucht halt ein Band, wo Leute was rankleben, wenn es aus ist, und braucht irgendwie dieses Regelwerk. Und tatsächlich könnt ihr auf YouTube gehen, die Katzenvideos überspringen und dann euch Videos anschauen von Leuten, die Turing-Maschinen im echten Leben nachgebaut haben. Hab auch schon Sachen gesehen mit Kugeln, die da so rumrollen und so weiter. Das muss nicht unbedingt elektrisch sein. Mit den Bändern, wie haben die das gelöst dann? Mit den was? Mit den unbeschränkten Bändern. Ja, es sind beschränkte Bänder. ein approximiertes. Ein approximiertes, ja genau. Ja. Also, ja. Turing-Maschinen haben viele schöne Vorteile gegen echten Maschinen. Einer ist zum Beispiel auch, dass sie absolut keine Fehler machen und nicht kaputt gehen. Ein echter Prozessor wird ja beeinflusst durch kosmische Strahlung oder so, ja? Eine Turing-Maschine, die nur in unseren Köpfen existiert, die ist safe und sowas. Auch noch ein wichtiger Punkt, warum das Konzept interessant ist: Das Konzept ist robust. Es ist ja so, es sind viele Varianten von dem Konzept einer Turing-Maschine vorstellbar. Zum Beispiel, dass das Band nur in eine Richtung unendlich lang geht. Oder, dass man nicht nur 0 und 1 auf das Band schreibt, sondern vielleicht 0 und 1, 2 und 3. Oder dass man vielleicht mehrere Bänder hat, irgendwie ein Eingabeband, ein Arbeitsband und ein Ausgabeband. Das sind alles mögliche Varianten, die auch schöne Varianten sind. Aber der Punkt ist, all diese Modelle sind zueinander äquivalent. Alles, was irgendwie so eine fancy Turing-Maschine mit 12 verschiedenen Bändern machen kann und ganz vielen Symbolen, das kann auch eine normale Turing-Maschine machen. Es gibt eine algorithmische Übersetzungsvorschrift, wie man aus einem Programm, was für eine coole Turing-Maschine programmiert ist, ein Programm machen kann, was für die normale programmiert ist und was dann genau dasselbe Ein-Ausgabeverhalten zeigt. Klassische Mathematiker, effektive Äquivalenz. Effektive Äquivalenz. Und du wirst lachen, weil das Wort effektiv in effektiver Äquivalenz ist genau dasselbe Wort effektiv wie ein effektiver Topos, was ja eventuell Teil 4 heute von dem Vortrag ist. Okay, auch noch ein Punkt dafür, warum Turing-Maschinen interessant sind, ist die Nummer 4. Es gibt noch andere Modelle von Berechenbarkeit. Zum Beispiel wir hier im Curry Club sind sicherlich alle Fans von dem Lambda-Modell. Ja? Dass man nicht eine Turing-Maschine hat, sondern Lambda-Terme, die ineinander eingesetzt werden können. Untypisierte Lambda-Terme, richtig, genau. Ja. Und das stellt sich raus, ist halt ein Modell, was exakt äquivalent ist, wenn man sich auf Funktionen von n nach n beschränkt. Das ist ein Fun-Fact, der nicht so ganz bekannt ist. Man hört immer, Turing-Maschinen und Lambda-Kalküle sind komplett äquivalent oder so, aber das ist nicht ganz richtig. Es ist so, also Funktionen von n nach n, um die geht es. Und dann gibt es einen Satz, dass so eine Funktion von n nach n, natürliche Zahlen nach natürliche Zahlen, genau dann durch eine Turing-Maschine berechenbar ist, wenn sie durch einen Lambda-Term berechenbar ist. Oder durch so einen Term in so einem Termersetzungssystem. Ja? Aber das stimmt nicht für Funktionen höherer Ordnung. Da verzweigt es sich und es gibt sowohl Funktionen, die Turing-Maschinen berechnen können, aber nicht das Lambda-Kalkül, als auch umgekehrt. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Dann nur ein Beispiel? Ja, allerdings erst am Ende des Vortrags oder nach dem Vortrag, weil wir hier vorankommen müssen. Und letzter Punkt ist Querverbindungen. Es gibt sehr interessante Querverbindungen zu ganz anderen Teilgebieten der Mathematik, die zunächst überhaupt nichts mit Informatik oder Turing-Maschinen zu tun haben. Da zeige ich euch gleich zwei auf der nächsten Folie. Kurz noch ein paar lustige Bemerkungen zu Turing-Maschinen. Erstens. Schon kleine Turing-Maschinen sind diffizil. Also es gibt zum Beispiel eine Turing-Maschine, die nur 5 interne Zustände hat und kein Mensch weiß, ob sie anhalten wird oder nicht. Ja, so eine Turing-Maschine die hat a priori 2 Möglichkeiten. Ja, also entweder rödelt sie immer weiter und bewegt den Lesekorb und schreibt 1 und schreibt 0 und hört nie auf. Oder es kann eben sein, dass sie doch irgendwann in irgendeinen Zustand kommt, wo sie sagt, okay, ich bin fertig mit meiner Berechnung. Und es gibt also diese ganz, ganz kleine Turing-Maschine mit nur 5 Zuständen, wo niemand weiß, ob sie anhalten wird oder nicht. Das heißt, im Umkehrschluss für alle Turing-Maschinen mit 4 Zuständen weiß man es. Ja, richtig, okay. Genau. Ja, genau. Weiß man auch, welche mit 5 Zuständen? Ja, genau. Man kann die steht auf Wikipedia einfach. Ja. Seit wann weiß man, dass man mit 4 halten? Weiß ich nicht genau, aber es gab halt immer wieder Fortschritt. Und das steht auch auf Wikipedia, weil sonst wäre ja eine Citation needed. Und, ja. Genau. Es kommt noch spaßiger bei Turing-Maschinen. Bei Punkt 2 nämlich.
Es ist so, es gibt Turing-Maschinen. Da ist es nicht nur so, dass wir Menschen bisher nicht wissen, ob sie halten werden oder nicht, sondern wo man bewiesen hat, dass unbeweisbar ist, dass sie halten oder nicht halten. Ja? Es ist noch krasser als das Halteproblem. Es gibt eine Turing-Maschine, die ich dir explizit hinschreiben könnte. Die hat 9000 Zustände. Ja? Arbeitet auf einem Band mit Nullen und Einsen. Ja? Gut. Und unter der Annahme, dass das Standard-Axiomsystem der Mathematik, Zermelo-Fraenkel mit Auswahlaxiom, konsistent ist, unter dieser Annahme kann Zermelo-Fraenkel mit Auswahlaxiom nicht beweisen, dass die Turing-Maschine hält. Und es kann auch nicht beweisen, dass sie nicht hält. Also hält sie nicht. Wenn sie hält, dann wenn du sie aufführst, dann wirst du nicht erleben, dass sie hält. So viel. Wenn sie hält, ja, vielleicht schon, wenn du lang genug lebst. Dann kann man einfach so lange laufen, dass sie ein bisschen hält. Genau, jetzt kriegst du einen Metapunkt. Ja? Ja. Das Problem ist, also du kannst sie mal anwerfen, ja? Und dann ist sie halt nach einem Tag noch nicht fertig. Und dann ist sie nach einer Milliarde Tage noch nicht fertig. Und irgendwann verlierst du die Geduld. Ne? Und dann sagst du, okay, lass mal lieber mathematisch an die Sache rangehen und einfach beweisen, dass es hält. Und dann, bam, schlägt das Resultat zu. Das ist übrigens Gödel's zweiter Unvollständigkeitssatz, nur ein bisschen versteckt, der dann sagt, du kannst es nicht beweisen. Könnte es sein, dass sie nur einen einzigen Zustand, dass sie nach einem Ding fertig ist, aber du kannst es nicht beweisen? Also könnte prinzipiell sein, aber man hat die schon laufen lassen für viele Milliarden Schritte und da lief sie ihn immer noch. Kann man sagen, was die Standardaxiome der Mathematik ist? Ja, genau. Ich ziehe mir selbst einen Punkt ab, ja? Weil die coolen neuen Standardaxiome sind ja Homotopie-Typ-Theorie. Ich habe jetzt aber hier gerade gemeint Zermelo-Fraenkel mit Auswahlaxiom. Ja? Wenn euch das interessiert, ich kann dieses Beispiel für diese Turing-Maschine bringen. Ich würde es nur am Ende des Vortrags bringen. Ja? Merkt euch das als Frage. Das ist eine schöne Sache. Alle Modelle für Berechenbarkeit stimmen überein, allerdings nur für Funktionen von n nach n, habe ich gerade schon gesagt. Also, und es ist wichtig, dass das jetzt eine ganze Zahl sind. Nee, da, z oder n ist egal. Aber es ist nicht egal, ob das Funktionen höherer Ordnung sind. Was sind Funktionen höherer Ordnung? Das sind Funktionen, die als Argumente andere Funktionen bekommen. Bekanntestes Beispiel ist die Sortierungsfunktion. Die bekommt einen Komparator, ja? Damit die Sortierungsfunktion generisch ist und sowohl Listen von Ints vergleichen kann, als auch Listen von Zeichenketten, als auch Listen von Pokémon oder sowas. Ja? Punkt 4, das ist jetzt die Sache mit diesen Querverbindungen. Und das ist eine Sache, die überhaupt nicht klar ist und wirklich sehr faszinierend. Also auf der einen Seite gibt es die theoretische Informatik, da kommt Turing-Maschinen vor. Auf der anderen Seite gibt es die Logik. Und indirekt kommen da jetzt auch Turing-Maschinen vor. Es gibt nämlich in der Logik ein Konzept, das nennt sich Sigma-1-Aussage. Wir haben ja schon ein paar Mal über konstruktive Logik gesprochen und darüber, dass die gut ist für die mentale Hygiene. Genauso ist es gut, sich immer klar zu machen, welche Art von Aussage man eigentlich gerade betrachtet. Sigma-1-Aussagen gehören zu den einfachsten Aussagen. Es gibt auch Sigma 2, 3, 4. Und was ist eine Sigma-1-Aussage? Das ist eine, die so aussieht. Die fängt an mit einem Existenzquantor. Es gibt eine natürliche Zahl m mit einer gewissen Eigenschaft. Und dieses mit einer gewissen Eigenschaft, das muss eine Eigenschaft sein, die selbst ohne Quantoren zu formulieren ist. Also zum Beispiel, ein Beispiel für eine Sigma-1-Aussage könnte sein, es gibt eine natürliche Zahl m mit der Eigenschaft, m plus m ist gleich 0. Sowas, ja? Das wären Sigma-1-Aussagen. M plus für alle m ist 0 ist nichts. Genau, wenn du vorne einen für alle Quantor hast, statt einen es gibt Quantor, dann ist es keine Sigma-1-Aussage, sondern eine Pi-1-Aussage. Wegen Summe und... Genau, genau. Aber wenn jetzt die Eigenschaft wäre, m plus, für alle m plus n ist 0, dann wäre es wieder quantifiziert und dann wäre es keine Sigma-1-Aussage. Genau. Ist das in irgendeiner Art und Weise in Relation zu der polynomialen Hierarchie? Ja, ich habe den genauen Zusammenhang nur leider vergessen. Aber es gibt da einen Zusammenhang, ja. Ja, das ist ja auch so definiert, dass man bei der polynomialen Hierarchie immer Allquantoren und Existenzquantoren zählt. Ja. Was wäre ein Beispiel für eine Sigma-8-Aussage? Eine Sigma-8-Aussage fängt an mit einem Existenzquantor, dann kommt ein für alle Quantor, dann ein Existenzquantor, dann ein für alle Quantor und so, dass es insgesamt 8 Quantoren sind. Ja? Und die Aussagen werden also immer komplizierter. Und das Interessante ist jetzt das, was hier steht. Eine Menge von natürlichen Zahlen ist genau dann rekursiv aufzählbar, ich erkläre das gleich,
wenn sie durch eine Sigma-1-Aussage definierbar ist. Also wenn sie von der Form ist, Menge all der natürlichen Zahlen, sodass... Was heißt rekursiv aufzählbar? Eine Menge ist genau dann rekursiv aufzählbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die nacheinander aufs Band alle Zahlen ausgibt, die zu dieser Menge gehören. Irgendwie kodiert, zum Beispiel binär kodiert. Ja? Ist mir egal, wie kodiert. Also was kann das Herzchen sein? Das Herzchen, das kann irgendeine Aussage sein, in der gar keine Quantoren vorkommen. Ja. Oder, du willst es ein bisschen genau wissen, weil sonst hättest du nicht nachgefragt. Oder es kann eine Aussage sein, wo noch Quantoren vorkommen, allerdings nur beschränkte Quantoren. Ja? Also wo du sagst, für alle n kleiner gleich 100. Oder für alle n kleiner gleich m, wobei m eine Variable ist, die also vorher eingeführt wurde. Nein, nee, genau. Genau. Endlich aufzählbar, quantifiziert. Genau, immer mit einer oberen Schranke. Dass du die einfach nebeneinander hinschreiben könntest, genau. Als und mit und verknüpft. Genau, und dass ich die einfach prüfen könnte, ohne mich konzentrieren zu müssen und ohne irgendwie Stress zu haben. Ja? Also das sind einfache Aussagen, die ich sofort ansehen kann, ob sie stimmt oder nicht, wenn ich es halt einfach überlege. Ja? Ohne, dass ich irgendwie unendlich viele Fälle abprüfen muss oder so. Ja, mit einem Modulo irgendwie das Modul 2 gleich 0. Mit Binärkodierung. Zum Beispiel. Ergebnisse ausgeben. Genau. Also das ist ein interessanter Zusammenhang, ja? Ob eine Menge rekursiv aufzählbar ist oder nicht, das hat was mit Turing-Maschinen zu tun. Ob es eine Turing-Maschine gibt, die halt krass genug ist, dass sie alle Elemente der Menge nacheinander ausgibt. Und das hat was mit Logik zu tun. Und es gibt noch so einen Zusammenhang. Der wurde sehr zelebriert und das ist ein recht neues Resultat. Eine Menge ist nämlich auch genau dann rekursiv aufzählbar, wenn sie diophantisch ist. So, was ist jetzt eine diophantische Menge? Ihr kennt vielleicht diophantische Gleichungen. Das sind die einfachsten Arten von Gleichungen, die es gibt. Da kommt kein Sinus vor, da kommt keine Wurzel vor oder sowas. Diophantische Gleichungen sind einfach. Da kommen Unbekannte vor, x, y, z, so viele wie es wollen. Da können Potenzen davon vorkommen, zum Beispiel x hoch 1000. Ja? Und es können noch ganze Zahlen als Koeffizienten vorkommen. Sowas wie 17x plus 23z hoch 1000 soll 90 geben. Das wäre eine diophantische Gleichung. Ja? Ja? Relativ neu ist in dem Fall 1970 Matthias Sewitsch, oder? Genau, richtig. Ja. Aber das war vorher, ja? Das war irgendwie 1960 oder so. Ja? X hoch 0 darf auch vorkommen, x hoch 0 kannst du aber sofort verkürzen zu 1. Ja, eben. Genau. Dann kann man also sich konstante Sachen reinschmuggeln. Richtig, genau. Man kann sich konstante Sachen reinschmuggeln. Ja? Also, aber x hoch n oder so darf nicht vorkommen? X hoch n darf nicht vorkommen. Immer nur x hoch, wirklich eine natürliche Zahl, die ich hingeschrieben habe. Ja? Also das sind die einfachsten Arten von Gleichungen. Das könnte man zumindest meinen, ja? Also, weil eben kein Sinus und so vorkommt. Aber es sind tatsächlich von der Lösungstheorie die schwersten Arten von Gleichungen. Und das Resultat sagt jetzt Folgendes aus. Also wenn man sich so eine Gleichung hat, wo noch irgendwie ein Parameter n vorkommt, dann kann man sich ja fragen, hey, für welche Werte des Parameters n besitzt die Gleichung überhaupt mal eine Lösung? Es gibt ja auch Gleichungen, die keine Lösung haben. Sowas wie x² gleich minus 9 hat keine Lösung in den natürlichen, in den ganzen Zahlen. Ja? Also für ganze Zahlen? Für ganze Zahlen. Es geht immer um die Lösbarkeit in z. Es geht nicht um die Frage, ob es eine Kommazahl gibt, die die Gleichung löst, sondern es geht um die Frage, ob es eine ganze Zahl gibt, die die Gleichung löst. Das funktioniert auch für natürliche Zahlen. Ne? Ja, das kann man alles ummodeln. Aber der Punkt ist halt nicht Kommazahlen. Ja. So, und je nachdem, was die Gleichung ist, kommen da halt verschiedene Werte, ist es halt für verschiedene Werte von n lösbar und für andere nicht. Und Hilbert hatte auf dem Internationalen Mathematikerkongress 1900 gefragt, hey, gibt es denn ein Verfahren, mit dem man einer diophantischen Gleichung ansehen kann, ob sie eine Lösung hat oder nicht? Das wäre sehr geil gewesen. Und die Antwort, die dann eben rauskam, circa 1960, war, nein, gibt's nicht. Weil es eben diesen direkten Zusammenhang gibt zwischen Turing-Maschinen und dem, den ich also jetzt hier gerade nochmal erklären will. Ja? Also die Menge der Ns, sodass das eine Lösung besitzt, die ist rekursiv aufzählbar. Das ist die leichte Richtung des Beweises. Und die schwere Richtung, die wirklich viele Mathematiker gebraucht hat, war die andere. Wenn man eine Menge hat, von der man weiß, dass sie rekursiv aufzählbar ist, also zu der es eine Turing-Maschine gibt, die nacheinander alle Elemente der Menge aufzählt, dann gibt es auch irgendwie eine komische Gleichung, die vielleicht sehr lang ist, sodass die Ns, für die die Gleichung lösbar ist, genau dieselbe Menge sind. Ein ganz beeindruckender Zusammenhang zwischen Informatik und Zahlentheorie. Ja?
interessant ist auch vor allem, dass es, wenn man eben nicht nur ganzteilige Lösungen zulässt, sondern reelle Lösungen, dann ist das Problem viel einfacher. Eine Milliarde mal einfacher. Bekannt, dass man das lösen kann. Genau. Und für rationale Zahlen ist es ein bisschen schwierig. Also ich glaube, es ist immer noch nicht ganz, ist es mittlerweile ganzteilig? Teilweise ist es für rationale Zahlen auch unentscheidbar. Also für rationale Zahlen n oder? Nee, ja genau, für rationale Lösungen in n und x1 und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ein Ergebnis von, wie sieht Julia Robinson, glaube ich. Ja, die hat da auch mitgemacht. Wo sie, glaube ich, gezeigt hat, dass es, wenn man, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist auch nicht so ganz einfach. Mhm. Ja. Okay, und damit haben wir unsere Erinnerung zu Turingmaschinen abgeschlossen und wir kommen zu unserer Erinnerung an Ordinalzahlen. Gut. Die Sache wird die sein. Super-Turingmaschinen, die können ja länger als unendlich lange laufen. Dann brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, diesen Zeitschritten Nummern zu geben. Ja? Und die normalen natürlichen Zahlen, die man in der Schule lernt, die reichen dafür nicht aus. Weil die fangen halt bei 0 an, 0, 1, 2, 3, 4 und dann gehen sie so weiter. Aber irgendwie danach, nach dem Punktwurf kommt nichts bei den natürlichen Zahlen. Und dieser Defekt wird behoben durch die Ordinalzahlen. Okay. Und ich gebe euch ein gedankliches Modell vor, was super tragfähig ist, mit dem ihr ohne Probleme durch den Vortrag kommt. Die Zahl 3, die normale Zahl 3 kann man sich so vorstellen, dass 3 Leute vor dem Bürgerbüro in Hünstetten warten. Das ist nämlich so, bei diesem Bürgerbüro braucht man immer sehr, sehr lange, bis man drankommt. So, und das wären 3 Leute. In Berlin. Einfachheitshalber werden wir immer sofort wie folgt darüber nachdenken. Der kommt sofort dran, der nach einem Tag, der nach 2 Tagen. Ja? Das ist auch nicht der realitätsnah. Genau. So, aber mit der Situation 3 war es halt noch nicht realitätsnah, weil immer wenn ich dahin gekommen bin, standen unendlich viele Leute vor dem Büro an. Ja? Und das könnte man also so malen. Ja? Unendlich viele Leute in einer langen Schlange. Diese Situation hätte den Namen unendlich verdient, also dieses unendliche Zeichen, aber man verwendet stattdessen das kleine griechische Omega, der letzte Buchstabe des Alphabets, um sich ein bisschen abzugrenzen, um das ein bisschen rigoroser zu machen von anderen Bedeutungen, die das unendliche Zeichen auch noch hat. Zum Beispiel ist ja auch Gott unendlich oder Liebe unendlich, ja. Aber hier meinen wir es in einem präzisen Sinne. Omega ist nicht irgendein nebulöses Unendlich, sondern Omega ist, wenn unendlich viele Leute vor dem Bürgerbüro warten. Sind die 3 Pünktchen ein Symbol für Omega auch? Die 3 Pünktchen sind nur für, nutze deine Vorstellung, um zu sagen, wie es weitergeht. Es sind 4 Pünktchen. Es sind 4 Pünktchen, ja. Zum Beispiel die anderen 3 Pünktchen. Die da unten, kommen wir gleich zu, genau. Ja. Würde man Omega formal hinschreiben, definieren? Es ist so, gute Frage. Es ist aber ein Einschub, 20 Sekunden Einschub. Die Frage könnte vorher sein, wie würde man Zahl 7 formal hinschreiben, ja? Eine Möglichkeit ist das und damit man besser zu den Ordinalzahlen kommen kann, würde man Folgendes machen. Man würde sagen, na gut, es gibt halt Mengen und jetzt schauen wir uns an, welche Mengen gleich für den Zahlbegriff, weil du kannst es formalisieren damit, dass du sagst, gibt es denn eine Bijektion von der einen Menge in die andere? So, und jetzt hast du also die Klasse aller Mengen und jetzt schaust du dir einfach an, welche Mengen jeweils gleich groß sind. Und immer diese Mengen, die gleich groß sind, fasst du zu einer Äquivalenzklasse zusammen. Gut, und dann gibt es zum Beispiel die Äquivalenzklasse all der Mengen, welche 12 Elemente enthalten. Ja. Ja? Und dieser ganzen Äquivalenzklasse gibst du den Namen 12. Ja. So funktioniert das bei den normalen Zahlen. Wie funktioniert das jetzt bei den Ordinalzahlen? Ganz genauso, nur mit einem Twist, nämlich man interessiert sich nicht für Mengen, die man sich immer so vorstellt, dass man so einen Kreis malt und dann einfach ein paar Pünktchen rein. Sondern man interessiert sich für Wohlordnungen. Eine Wohlordnung ist eine Menge, die aber noch mit Zusatzinformationen daherkommt, nämlich mit einer Information, welche Elemente der Menge als kleiner gelten wie andere Mengen, wie andere Elemente der Menge. Ein einfaches Beispiel für eine Wohlordnung wäre die Wohlordnung der natürlichen Zahlen. Die kommt nämlich mit der Information, dass 0 kleiner ist wie 1 und dass 1 kleiner ist wie 2 und so weiter und so fort. Genau, eine totale Ordnung. Totale Ordnung heißt, für je 2 Elemente ist entweder das eine kleiner als das andere oder sie sind gleich oder das eine ist größer als das andere. Und dann muss sie fundiert sein. Fundiert sein bedeutet, es darf nicht der Fall sein, dass es unendliche absteigende Ketten gibt. Die Wohlordnung der natürlichen Zahlen, das ist wirklich eine Wohlordnung, weil egal mit welcher Zahl ich starte, vielleicht 1 Milliarde,
Es gibt keine Ketten, die unendlich lang immer weiter kleiner werden. Die Menge der ganzen Zahlen, das ist auch eine Totalordnung, aber das ist keine fundierte Totalordnung, weil da gibt es ja schon Ketten, die ohne Unterlass immer noch kleiner werden. Ne? Zum Beispiel 13, 5, 1, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, minus 13. Ne? Genau. Und jetzt führt man ein, wann so zwei Wohlordnungen zueinander isomorph sind. Und dann tust du wieder die Klasse all deiner Wohlordnungen betrachten, jeweils zu Äquivalenzklassen zusammenfassen, welche Wohlordnungen zueinander isomorph sind. Und dann gibt es den Äquivalenzklassennamen. Und Omega ist dann der Name für die Wohlordnung, für die Äquivalenzklasse, in der die Wohlordnung N drin ist. Wie ist der Zusammenhang zwischen Ordinal- und Kardinalzahlen? Der ist folgender, und das ist auch ein ganz wichtiger Zusammenhang, der auch noch relevant werden wird. Wenn du eine Ordinalzahl hast, kannst du dich fragen, hey, wie viele Ordinalzahlen kamen denn vorher? Mhm. Und sobald du fragst, wie viele Zahlen vorher kamen, bist du auf dem Gebiet der Kardinalzahlen. Die Kardinalzahlen messen nämlich die Anzahl und die Ordinalzahlen messen die Anordnung. Werden wir da gleich noch vertiefen. Also Kardinalzahlen sind in der Erklärung, wie du es gerade gesagt hast, einfach die Äquivalenzklassen von Mengen. Ne? Ja, genau. Aber immer fundierte Anordnungen. Ja, immer fundiert, ja. Also auch noch als Beispiel, das Intervall 0, 1, das ist eine beschränkte Menge, also im Reellen oder im Rationalen, das ist also nicht fundiert, das ist total, aber nicht fundiert, da kann ich unendlich abschreiben. Richtig, ja, genau. Also ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, genau. Genau, ja. Genau. Ja. Genau. Wie kann man sich Omega noch besser vorstellen? Früher war das immer schwer zu erklären, aber mittlerweile gibt es ja Harry Potter. Und in Harry Potter gibt es auch diesen verzauberten Bus. Und dieser verzauberte Bus ist von außen nur 10 Meter lang, aber von innen deutlich größer. Und wenn wir das aus Harry Potter noch ein bisschen eskalieren, landen wir bei dem Konzept eines Busses, der von außen 10 Meter lang ist und von innen betrachtet, wenn man einmal reingeht, dann aber sieht, dass er unendlich viele Plätze hintereinander hat. Platz Nummer 1, Platz Nummer 2, Platz Nummer 3, Nummer 4, 5, 6, 7, 8 und das hört nie auf. Es gibt keinen letzten Platz. Ja? Es gibt einen Platz mit der Nummer 1 Milliarde und es gibt einen Platz mit der Nummer 1 Fantastilliarde und so weiter, aber es gibt keinen letzten Platz. So kann man sich das auch vorstellen, das ist einfach in der Vorstellung ein bisschen kompakter. Ja? Und dann können wir nämlich auch weiter eskalieren hin zu Omega plus 1. Omega plus 1 ist jetzt, wenn wir erstmal diesen Bus haben und dann noch diese Person da hinten. Der Bus ist natürlich komplett voll, genau. Ja. Und, wie kriegt man den Bus voll? Der war schon voll. Das habe ich jetzt nicht von dir. Das ist schon von dir, aber du outest dich hier als die Kamera läuft. Also ja. Du redest hier platonistisch die ganze Zeit. Das ja, ja, genau. Also in Wahrheit arbeite ich natürlich im freien Topos. So kann ich Platonismus mit Formalismus vereinen. Gibt es ein tolles Paper zu. Wir müssen uns kurz klar machen, dass diese Situation wirklich was anderes ist wie diese Situation. Dazu gehen wir kurz durch, wann die Personen hier jeweils drankommen. Hier oben kommt jede Person nach irgendeiner endlichen Zeitspanne dran. Vielleicht nach einer Milliarde Jahren, ne? Aber nach irgendeiner endlichen Zeitspanne kommt sie dran. Das ist unten nicht so. Wie ist es hier? Die Person kommt sofort dran, die nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen und so weiter. Und diese Person muss abwarten bis zum Ende der Zeit. Und dann kommt sie dran. Ja? Es gibt auch Omega plus 2. Das ist nochmal ein bisschen ärgerlicher für die ganz hinten stehende Person. Weil was passiert dort? Erstmal kommen all die Personen dran. Irgendwann ist das Ende der Zeit erreicht. Dann kommt die Person dran. Und dann, einen Tag später, diese Person. Das ist Omega plus 2. Das ist das Restaurant am Ende des Universums. Genau, genau. Und was man hier auch noch sieht, ist Folgendes. Was ist denn 1 plus Omega? 1 plus Omega ist, wenn halt die Person links steht, ja? Also genau in der Reihenfolge, wie ich hier summiere, male ich auch die Bilder. Und schauen wir mal, was das ergibt. Gehen wir es durch, wann die Personen drankommen. Die kommen sofort dran, die nach einem Tag, die nach zwei Tagen, nach drei, nach vier, nach fünf, nach sechs. Ihr merkt, das ist genau dieselbe Situation wie bei Omega auch. Keine Person muss warten bis zum Ende der Zeit. Jede Person kommt einfach irgendwann dran. So sehen wir und so verstehen wir wirklich, dass 1 plus Omega wieder dasselbe ist wie Omega. Während Omega plus 1 wirklich mehr war wie Omega. Das heißt, die Addition von Ordinalzahlen ist nicht kommutativ. Was auch immer 3 plus 7 ist, ich weiß, dass es dasselbe ist wie 7 plus 3, ja? Aber Omega plus 1 ist nicht dasselbe wie 1 plus Omega, weil 1 plus Omega ist wieder nur Omega. Darauf muss man ein bisschen achten.
Gut, Omega plus 2 gibt es, dann gibt es Omega plus 3, Omega plus 10.000 und so weiter und so fort. Langweilt euch. Und der nächste Schritt ist Omega plus Omega. Oder auch zusammengefasst 2 Omega. Das sind halt 2 Busse, ja, jeweils gefüllt. Und dann gibt es aber auch 2 Omega plus 1. Das sind 2 gefüllte Busse und dann noch eine wirklich arme Person. Weil wann kommt die dran? Die muss ein Zeitende warten, dann ist der erste Bus durch. Dann muss sie nochmal warten bis zu einem zweiten Ende der Zeit. Und dann kommt sie dran. Der Trick ist, dass die im Bürgerbüro einen weiteren Angestellten ist. Genau. Ja, ja, oder die Person hinten erkennt halt, dass die Busse nur 10 Meter lang sind und einfach sich vordringen. Genau. Das ist natürlich, das ist tatsächlich eine gute Einsicht und merkt ihr dir für die nächste Folie. Die ist wirklich gut. Es geht dann so weiter, ja? Es kommt 3 Omega, dann mit viel Abstand kommt 4 Omega, viel Abstand 5 Omega, 6 Omega, 7 Omega, 8 Omega, 9 Omega, 10 Omega. Irgendwann ist man bei Omega Quadrat. Dann kommt Omega Quadrat plus 1, Omega Quadrat plus 2 und so weiter und so fort. Irgendwann ist man bei Omega hoch 3. Also man ist nie da, weil das ist ja unendlich aufschwingend. Ja, ja, aber wenn du eine super Turing-Maschine bist, dann kannst du das erreichen. Und irgendwann ist man halt bei Omega hoch Omega. Und später ist man bei Omega hoch Omega hoch Omega. Und nochmal später ist man bei Omega hoch Omega hoch Omega hoch Omega immer weiter. Und das ist die letzte Ordinalzahl, die es gibt. Versuchst du nicht gerade darum zu drücken, um Omega 2 zu malen? Achso, nee, kann ich machen. Nee. Aber ich erwarte, ich will gerade noch den Protest abwarten. Moment. Okay, genau. Also diese Zahl, ja, die ist schon groß. Die hat auch einen Spezialnamen, die heißt Epsilon 0, aber ist nicht die größte Ordinalzahl. Weil noch größer ist Epsilon 0 plus 1. Ja? Und dann kann ich wieder weitermachen. Epsilon 0 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Epsilon Omega. Epsilon Omega. Und die nächste coole Stufe kriege ich, wenn ich Epsilon 0 hoch Epsilon 0 hoch Epsilon 0 hoch Epsilon 0 mache. Und das hat, also immer weiter. Und das hat den Namen Epsilon 1. Und jetzt kann ich wieder weitermachen und wieder weitermachen. Und es ist tatsächlich ein nicht triviales Problem, wie man diesen immer größer werdenden Ordinalzahlen Namen gibt. Das ist das sogenannte Problem der Ordinalzahlnotation. Und ihr könnt auf Wikipedia nachschauen oder einen sehr guten Blogartikel, eine Blogreihe durchlesen von John Bass, der übrigens der Erfinder des Blogs war. Ja? Also einfach mal googeln, John Bass, Ordinal Number Notation, ist sehr, sehr zu empfehlen. Ist es nicht dann irgendwann jedes gleiche immer? Ändert sich dann noch? Ja, was? Nee, nee. Die Zahlen werden wirklich immer größer und die haben auch andere Eigenschaften dann. So ein bisschen werden wir es noch kennenlernen. Ich will noch 2 kleine Bemerkungen machen. 3 kleine Bemerkungen. Ganz kurz, Omega Quadrat, wie male ich das? Ja? Das ist halt so ein 10 Meter langer Bustransporter, der eben größer ist. Genau, und in dem Bustransporter sind halt unendlich viele Busse hintereinander. Ne? Genau. Andere Sache noch, wir haben hier gesehen, was 2 mal Omega ist, aber was ist Omega mal 2? 2er rein in den Bus, oder? Genau, das sind Leute, die sich, sind immer Pärchen zum Beispiel, die sich an der Hand halten oder eben die nebeneinander sitzen, weil sie ja Pärchen sind, ja. Und das heißt, Omega mal 2, Omega viele 2er, ist wieder genau dasselbe wie Omega, weil jede Person irgendwann drankommt, ohne irgendwelche Zeitenden abzuwarten. Das heißt, nicht nur die Addition ist nicht kommutativ, sondern auch die Multiplikation. Und die Anmerkung, die ich machen wollte, war, dass ihr ein bisschen aufpassen müsst, weil ich weiche hier von der gängigen Konvention ab. Auf Wikipedia ist das, was ich 2 Omega nenne. Auf Wikipedia heißt das Omega mal 2. Aber ich finde das so viel intuitiver, deswegen mache ich das so. Gibt es da vielleicht irgendeine Begründung für die Konvention, wo man das Skalar jetzt hinschreibt? Ja, die gibt es, weil du kannst halt die Produktordnung definieren. Aber das besprechen wir nicht jetzt genauer, sondern nachher. Ja. Gibt es auch sowas wie Epsilon Epsilon 0? Also, oder Epsilon Omega? Ja, du kannst je 2 Ordinalzahlen multiplizieren und es kommt eine neue Ordinalzahl raus. Nee, meine Linie. Achso, ja, genau, das gibt es auch. Genau. Also es gibt Epsilon 0, dann gibt es Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3 und dann gibt es Epsilon Omega. Und dann geht es immer noch weiter, ja? Aber die dritte Bemerkung, die ich machen wollte, war, dass für einen gestandenen Mengentheoretiker all die Zahlen, über die wir gerade geredet haben, auch mit den Epsilon-Türmen, super winzige, lächerlich kleine Babyzahlen sind für Kleinkinder, ja? Also bei den richtig großen Ordinalzahlen sind wir noch nicht angekommen. Gut. Jetzt noch ganz kurz die Sache zu den Kardinalzahlen.
Kardinalzahlen sind ein anderes Konzept von Unendlichkeit. Nicht eines, was Anordnung misst, sondern was Anzahl misst. Und da sind die Gesetze alle ein bisschen anders. Ich habe das eben schon geheim erklärt, nochmal ganz kurz. Hilberts Hotel hat unendlich viele Zimmer, es ist komplett besetzt. Wie viele Zimmer hat es wirklich? Man sagt nicht unendlich viele, man sagt Aleph 0 viele Zimmer. Und ich entschuldige mich dafür, dass die Skizze nicht bei 0 anfängt. Gut, und was man da dann halt sieht, durch die drei bekannten Gedankenexperimente, ist, dass Aleph 0 plus 1 wieder Aleph 0 ist. Weil wenn noch eine Person dazukommt, findet sie trotzdem Unterschlupf durch so eine clevere Portiersansage. Wenn sogar Aleph 0 viele Personen dazukommen, passen die auch noch rein, ist wieder Aleph 0. Und sogar wenn Aleph 0 viele Reisebusse mit je Aleph 0 vielen Personen dazukommen, dann klappt es auch noch. Dann ist das auch nur Aleph 0. Ja? Das heißt, von der Anzahl her ist es viel schwieriger, hin zu großen Zahlen zu eskalieren. Trotzdem gibt es noch Unendlichkeitsstufen, die mehr sind als Aleph 0. Und zum Beispiel die Anzahl reeller Zahlen, die ist wirklich eine mehr als Aleph 0. Wie viele? Schöner Insider. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Wie ist die Stimmung? Ordinalzahlen, Kardinalzahlen? Eine Sache ist wichtig für den Verlauf des Vortrags. Ihr müsst so ein bisschen ein intuitives Verständnis haben für den ordinalen Zahlenstrahl, dessen ersten Teil ihr schon kennt. Ja? 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Omega, Omega plus 1, Omega plus 2, Omega plus 3 und so weiter. 2 Omega, 2 Omega plus 1, 2 Omega plus 2 und so weiter und so fort. 3 Omega, ja, hab's verstanden. Gut, dann können wir jetzt mit Supertouring-Maschinen anfangen. Ich habe mich auch riesig gefreut, wirklich diesen Vortrag vorzubereiten, weil es echt ein geiles Thema ist und weil ich viel Paper lesen konnte von einem meiner Idole, nämlich André Bauer, ein ganz, ganz cooler, konstruktiver Mathematiker. Und es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt das jetzt auch. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen normalen Turing-Maschinen und Super-Turing-Maschinen, nämlich, dass die Zeitachse interessanter ist. Eine normale Turing-Maschine, ja, die läuft irgendwie und man kann immer sich merken, in welchem Zeitschritt sie gerade ist. Man zählt die Schritte durch. Und dann ganz am Anfang ist sie halt im 0. Schritt, dann im 1., dann im 2., dann im 3. und das geht so weiter. Okay. Aber eine Super-Turing-Maschine, die kann auch zunächst dieselbe Art Schritte machen wie eine normale Turing-Maschine, aber irgendwann ist sie fertig mit diesen Schritten und dann geht es weiter. Dann haben wir die Zeit Omega. Und danach haben wir die Zeit Omega plus 1. Und dann wieder so weiter. Und irgendwann haben wir den Zeitpunkt 2 Omega erreicht. Und dann geht es wieder weiter. Und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Da gibt es ein unendliches Warning. Hier? Da gibt es ein latest Warning, weil ich ungebrochen bin. Ja, aber was glaubst du, was ich machen musste, dass diese Punkte hier noch erscheinen? Ja? Ich habe eine M-Box gebraucht und dann negatives V-Space, um es wieder auf dieselbe Zeile zu kriegen, weil sonst hatte die ganze M-Box auf die nächste Zeile umgebracht. Simon? Also und ansonsten hat sie unendlich viele Zustände und so ein genau. Das auch nicht länger ist. Genau. Sie hat, wie normale Turing-Maschinen auch, ist das Regelwerk selbst endlich. Und wie bei normalen Turing-Maschinen ist das Band ein ganz normales, unendlich langes Band. Nicht irgendwie ein Spezial-Ordinalzahl-Powered-Band. Einfach ein Band, wie vorher auch, dessen Plätze also durchnummeriert werden durch ganz normale Zahlen. Aber andererseits kann man, also vielleicht kommt es ja jetzt. Ja. Aber andererseits kann man ja nicht sagen, wenn die jetzt mal Omega-Schritte gelaufen hat, in welchem Zustand sind. Das wird jetzt hier erklärt gleich, genau. Ja, das erkläre ich natürlich noch. Das ist natürlich eine wichtige Frage, ja. Wie kann man sich ein bisschen anschauliches Verständnis für eine Super-Turing-Maschine entwickeln? Eine Möglichkeit ist, sich das so wie folgt vorzustellen. Der erste Rechenschritt von so einer Super-Turing-Maschine dauert eine Sekunde. Der nächste dauert nur noch eine halbe Sekunde. Der nächste nur noch ein Viertel, Achtel, Sechzehntel, 32. und so weiter. Und die meisten hier wissen, dass 1 plus ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel und so weiter nicht unendlich gibt, sondern 2. Das heißt, nach 2 Sekunden ist der ganze Spaß erledigt. Dann kann die Turing-Maschine halt weitermachen, ja? Wieder eine Sekunde, eine halbe, ein Viertel und so weiter. Und dann ist nach nochmal 2 Sekunden ist wieder der ganze Spaß erledigt. So kann sie also 2 Omega oder auch 17 Omega viele Schritte ausführen. Für 17 Omega viele Schritte bräuchte sie 17 mal 2 Sekunden. Wie könnte sie Omega mal Omega viele Schritte ausführen? Dazu muss sie halt arrangieren, dass sie immer diesen nächsten Teil, der bisher immer gleich lang gedauert hat, nämlich immer 2 Sekunden, dass sie die auch immer exponentiell schneller macht. Ja? Also für den ganzen ersten Teil, für die ersten unendlich vielen Schritte 2 Sekunden, für den nächsten unendlich langen Teil nur noch eine Sekunde, danach nur noch eine halbe, nur noch eine Viertel, nur noch eine Achte und so ist nach insgesamt 4 Sekunden
sind beim Omega-Quadrat viele Schritte durch. Dann kann sie weitermachen. Ja? Das ist das Moore'sche Gesetz für Turing-Maschinen. Das benutzt ihr das wieder. Auf jeden Fall, ja. Das ist seit 10 Jahren zu Ende in der ja. Computerindustrie. Ja, genau, aber wir haben uns ja weit entfernt gerade von der Computerindustrie. Ja. Und hier habe ich euch ein Bild mitgebracht, und zwar ein Bild von der Ordinalzahl Omega-Quadrat. Die ist nicht vorbei, es braucht nur jedes Jahr, alle 2 Jahre doppelt so viel Rechenzeit, um die JavaScript-Webseiten auszuprobieren. Das heißt, es kommt uns nichts mehr schneller vor. Und das ist das Hirsche Gesetz. Ja. Die Software wird schneller langsamer, als die Hardware schneller. Ja, schon ein bisschen traurig. Das ist eine Skizze von Omega Quadrat, die setzt genau das Verfahren um, was ich euch gerade beschrieben habe. Ja? Hier sollen quasi die Höhe und auch der Abstand der Striche soll andeuten, wie viele Sekunden das jeweils gebraucht hat. Ja? Und so sehen wir hier unendlich viele Schritte. Dann nochmal unendlich viele, wieder. Und insgesamt sind es Omega-Quadrat viele Striche. Und das passt alles noch auf die Folie, weil es eben immer kleiner geworden ist. Ja? So. Jetzt müssen wir uns aber Gedanken machen, wie der Zustand von so einer Super-Turing-Maschine eigentlich aussieht, wenn die Zeit so eine Limes-Ordinalzahl erreicht. Limes-Ordinalzahlen sind genau immer die nach den Pünktchen. Ja? Die erste Limes-Ordinalzahl ist Omega. Die nächste Limes-Ordinalzahl ist 2 Omega. Die nächste ist 3 Omega und so weiter. Und irgendwann später kommt Omega-Quadrat als Limes-Ordinalzahl. Es gibt 2 Arten von Ordinalzahlen. Ja? Die Limes-Ordinalzahlen, die immer direkt nach so Pünktchen kommen, nach Punkt, Punkt. Und die Nachfolge-Ordinalzahlen. Zum Beispiel Omega plus 1000 ist eine Nachfolge-Ordinalzahl, weil es ist direkt der direkte Nachfolger von Omega plus 999. Dagegen Omega selbst, Omega hat keinen unmittelbaren Vorgänger. Omega hat viele Vorgänger, aber nicht einer, der direkt davor käme. Ja? Weil zum Beispiel nach der Zahl 1 Milliarde kommt ja nicht Omega, sondern erstmal 1 Milliarde und 1. Ja? Gut. Und dazu folgendes, also nur um klarzumachen, dass man da eine Entscheidung treffen muss, folgendes Gedankenexperiment. Was schlagt ihr vor, soll das Ergebnis sein von folgender Super-Turing-Maschine? Die macht immer folgendes. Die hat eine aktuelle Zelle, sie wird den Schreiblesekopf nie bewegen. Und sie macht folgendes. Sie schreibt eine 0 rein, sie schreibt eine 1 rein. Sie schreibt eine 0 rein, sie schreibt eine 1 rein. Sie schreibt eine 0 rein, sie schreibt eine 1 rein. Sie wird immer schneller dabei, ne? mit dem Speed-up. Und die Frage ist, was passiert dann nach 2 Sekunden? Wie sieht das Band dann aus? Ist das genau. Rechenwerk immer ein endlicher Automat? Oder? Es ist kein endlicher Automat, aber eine endliche Liste von Regeln. Ach, ja? Im Sinne von Matching. Genau. Die Regeln sehen immer so aus. Je nachdem, in welchem Zustand die Maschine sich gerade befindet und je nachdem, was gerade der aktuelle Zellinhalt ist, bewege dich ja oder nein und schreibe was in die aktuelle Zelle, ja oder nein. Und sage, was der nächste Zustand ist, in dem du bist. Was ist der Zustand? Den darf man auch noch genau, eine Turing-Maschine kann 10 Zustände haben, zum Beispiel Startzustand, Begrüßung. Also sie kann quasi für jeden Zustand wieder wirklich, ja, genau. Wieder endlich viele Unterregeln haben quasi. Ja. Genau. Es ist eine große State-Machine. Ja. Ja, aber es ist nicht. Also aber das ist doch eigentlich endlich. Ja. Achso, ja, richtig, ja, sorry, hatte ich nicht gesehen. Ja. Stimmt, ja, genau. Die Kontrolle ist ein endlicher Automat, ja. Okay, so, Vorschläge, was soll jetzt da rauskommen? Diese Turing-Maschine hat immer 0, 1, 0, 1, 0, 1 auf dieselbe Stelle vom Band geschrieben. Das Band hat jetzt ein Loch. Abgenutzt. Ah, ja, verbrannt. Es gibt auch Situationen, wo es klar ist. Ne? Angenommen, die Super-Turing-Maschine würde eine 1 in die Zelle schreiben und 1 weitergehen. Und dann wieder eine 1 und 1 weitergehen. Dann ist recht klar, was nach Omega vielen Schritten passieren soll. Nämlich dann ist halt das gesamte Band mit 1 vollgeschrieben. Aber jetzt ist quasi so ein zusammengesetzter Quantenstapel aus 0 und 1, oder nicht? Irgendwie schon. Und da muss man jetzt eine Definition treffen. Und die Definition, die hier verwendet wird, und ich sage dann was dazu, die erkläre ich jetzt. Ja? Und zwar, wie sieht das Band nach so einer Limes-Ordinalzahl aus? Es ist das sogenannte Lim-Sub, Limes Superior aller vorhergehenden Bandinhalte. Was heißt das auf Deutsch? Wenn man sich so eine Zelle anschaut, dann wird die sich meistens erstmal ein paar Mal ändern. Ja? Sie ist ein paar Mal 0, dann ein paar Zeitschritte lang eine 1, dann wieder 0 und so. Und jetzt kann es passieren, dass sie sich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr ändert. Das kann passieren. Dann ist das einfach der Wert im Limes-Zustand. Okay? Es kann aber auch sein, dass sie unendlich oft schwankt und sich nicht einigt, ob sie 0 sein will oder 1 sein will. Und in diesem Fall ist jetzt die Definition, dass es eine 1 wird, in dem Zustand. Ja, weil 0 kleiner 1 ist.
Also es ist quasi wie die Funktionen, die zum Beispiel also ein Sinus wäre quasi 1. Ja, genau. Genau. Also Sinus kann sich auch nicht einigen, aber wir nehmen quasi im Zweifel das Größte und das ist 1. Ein Sinus, der mit einem Sinus x, das Ganze geteilt durch x, das wäre dann 0. Genau. Genau. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr beliebig, also diese Ordnung, dass man 0 und 1 hat. Genau. Kann man das auch irgendwie sinnvoll verallgemeinern, dass man irgendwie Symbole hat, auf denen man eine Verbandsstruktur hat oder sowas? Ja, das kannst du machen. Und ich habe doch vorhin gesagt, dass Turingmaschinen so cool sind, unter anderem deswegen, weil das Konzept so robust ist. Und das Konzept von Super-Turingmaschinen ist ähnlich robust. Du hast gerade einen sehr guten Vorschlag gemacht, kann man machen. Und es kommen dann Super-Turingmaschinen raus, die zunächst den Anschein haben, als ob sie mehr könnten. Aber die können wieder genauso viel wie die Standard-Super-Turingmaschinen, über die wir hier reden. Du kannst auch wieder sagen, okay, lass mal nicht ein Band haben, sondern 10, ist wieder dasselbe. Ja? All solche Varianten, die du dir vorstellen kannst, führen immer zum Schluss zum selben Konzept. Symbolvorrat ist dann endlich? So, endlich muss er sein, genau. Wenn du unendlichen Symbolvorrat hast, passiert was anderes. Ja. Kann ich Omega viele Bänder haben? Omega viele Bänder, weiß es gerade jemand? Nee, das kannst du auf jeden Fall machen, weil Omega viele Bänder kannst du einfach in ein Band packen. Nach dem Schema, was auch noch wichtig werden wird, was ich später erkläre. Vorher war Prof. Patsch. Welche Ordnung wird der Limsup genommen nach Lexi? Genau. Null, also für jede Zelle wird er separat genommen. Okay. Und 0 ist kleiner als 1. Für jede separat? Ja, für jede separat. Dann wird es wahrscheinlich relativ einfach beweisen, dass es egal wäre, ob man jetzt den Limus Superior oder den das Gegenteil nimmt oder was anderes dazwischen. Genau, das liefert immer äquivalente Modelle. Aha. Ja. Die auch sich einfach voneinander umformen. Ja, genau. So wie man es auch in der Vorlesung Einführung in die theoretische Informatik lernt, dass es eben egal ist, ob man ein Band hat oder zwei Bänder. Da gibt es immer ganz einfache Umformungsmöglichkeiten und die gibt es hier auch. Mhm. Matthias? Nur zu den omega-vielen Bändern, wie du gesagt hast, kann man die in ein Band packen. Ja. Ich hätte jetzt so verstanden, dass dann quasi die Fallunterscheidung nach allen. Also ein sehr langer Schreiblesekopf auch, der mehrere Bänder abtasten kann. Ja, alles klar. Eine unendliche Fallentscheidung treffen kann. Ich glaube, dann hätte man ein unendliches Regelwerk auch. Ne? Oder unendliches Regelwerk. Ja, genau. Es kommt darauf an, ob man. Weil also wenn es wirklich ein endlicher Automat ist, dann kann man unendlich viele Übergänge haben zwischen den verschiedenen States. Mhm. Solange man die Anzahl der States gleich lässt. Mhm. Aber Omega viele Bänder quasi hat, kann man die immer noch in die Übergänge reinpacken. Mhm. Das ist immer noch eine valide endliche Automat. Okay. Also kommt darauf an, ob es ein endlicher Automat wirklich ist oder wirklich was anderes. Ja. Wir werden da einfach halber immer ein Band haben. Und zwar auch ein Band, was nur in eine Richtung unendlich lang ist. Ja? Also es fängt bei 0 an und dann 1, 2, 3, 4, 5 und es geht nicht in die andere Richtung noch. Das macht es einfach ein bisschen harmonischer, weil dann geht die Zeit quasi nur nach rechts und das Band geht auch nur nach rechts. Ja? Ich habe noch eine Frage an euch. Was soll denn die folgende Super-Turing-Maschine machen? Die ist am Anfang hier, ja? Dann bewegt sie ihren Kopf nach dort, dann wieder zurück. Nach dort, wieder zurück. Nach dort, wieder zurück. Das macht sie unendlich lang. Ohne zu schreiben, genau. Aber was ich mich frage ist, zum Zeitpunkt Omega, wo soll denn der Schreiblesekopf platziert sein? Und eine andere Frage könnte sein, was macht folgende Turingmaschine? Die läuft immer nach rechts. Die schreibt nichts, aber die tut ihren Schreiblesekopf immer weiter nach rechts verschieben. Wo soll der Schreiblesekopf zum Zeitpunkt Omega sein? Am Anfang. Genau. Kann man auch wieder verschiedene Möglichkeiten machen, aber die, was wir jetzt machen, ist, wir setzen den Schreiblesekopf einfach auf Position 0. Was wäre eine andere Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, wir setzen ihn auf den Limes Inferior von allen Positionen. Ja? Also wir schauen uns an, wo der immer so ist. Und, also wo am Ende am weitesten draußen quasi war. Weitesten draußen ist schlecht, weil der kann abhauen ins Unendliche. Ne? Der kann immer weiter nach rechts schauen. Aber du kannst schauen, wo er am weitesten nach vorne war und endlich viele Ausnahmen ignorieren. Kann er nicht abhauen, auch nach links? Nee, weil wir gerade gesagt haben, dass das Band nach links beschränkt ist. Ach so. Genau, deswegen nicht. Weil die ist Inferior von der Position, geht auch nicht, weil der kann wenn auch nur nach nicht rechts existiert. Wenn es abhaut, dann ist der Limes Inferior nämlich auch nicht. Der Limes Inferior? Wenn du immer nur weiter nach rechts gehst. Dann ist der Limes Inferior 0. Nein, weil es nach links beschränkt ist, das hatten wir gerade gesagt. Wenn du immer weiter nach rechts gehst? Der Limes Inferior ist 0. Von der Folge 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist der Limes Inferior 0. Ist das nicht die kleinste konvergente Teilfolge? Ja. Superior ist Inferior. Ja. Ach so, aha. Okay, ich bin voll doof, ja.
danke. Ja, genau. Also ist es der Linie, ist es der, ja, von allen Häufungspunkten der kleinste, genau. Ja, aber es ist doch ja ein Häufungspunkt. Ja, ja, genau, ich war auch doof. Das war falsch, was ich gesagt habe. Ja, genau. Also das heißt, man schmiert nicht in dem Fall. Nee, genau. Ja, ja, genau. Aber das heißt ja im Prinzip, man kann, dass das Band sozusagen nur Omega lang ist. Ja. Genau, das Band hat in diesem Modell nur Länge Omega, genau. Ja. Okay, und dann die letzte Sache ist noch, was soll denn der Zustand sein? So, der interne Zustand ist jetzt zwar nicht so leicht zu beobachten, außer man hat auch irgendwie LEDs dran, ne, an der Supertuning-Maschine, aber trotzdem kann es ja auch sein, dass der immer irgendwie zwischen zwei Zuständen springt oder sowas. Und da muss man auch wieder eine Entscheidung fällen, was denn der Zustand zu einem Limes-Zeitpunkt sein soll. Und die Entscheidung, die hier gefällt wurde, ist, naja, der Zustand wird zwangsversetzt hin zu einem designierten Limes-Zustand. Immer eben der gleiche. Genau. So wie jede Turing-Maschine einen designierten Startzustand hat, indem sie ihre Rechnungen anfängt, hat halt eine Super-Turing-Maschine auch einen designierten Limes-Zustand, indem sie weitermacht, wenn sie eine Limes-Ordinalzahl als Zeit erreicht hat. Muss nicht der Startzustand sein? Nee, aber kann. Muss nicht, aber kann. Ja? So. Und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir uns ein paar Beispiele für Super-Turing-Maschinen an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die jetzt eigentlich können und wie man die programmieren kann. Ich habe gleich auch noch eine Live-Demo vorbereitet. Ist er gleich. Kann das, das ist dann ein Büchi-Automat? Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was ein... Büchi-Automaten sind ja nur, um irgendwie Wörter zu erkennen. Oder Vertraulichkeit. Es gibt auch den, der unendlich lange läuft und der halt immer den Endzustand überschreiten muss. Ja, genau, das sind schon Büchi-Automaten. Aber der Punkt ist, bei Büchi-Automaten kann man halt nur diese Omega-regulären Sprachen erkennen. Und ich denke mal, dass die Super-Turing-Maschinen sehr, sehr viel mächtiger sind als das. Mhm. Ja, also sie sind mächtiger als reguläre Sprachen kennen. Ja, also Omega-regulären Sprachen. Okay. Quasi von der Turing-Maschine, ja, nicht um, ja, die Turing-Maschine selbst. Ja. Okay, schauen wir uns das an. Und achte ein bisschen drauf auf die Stickigkeit. Ich habe das Gefühl, dass es stickig ist, aber ja, die Luft, bin mir nicht sicher. Okay, was können Super-Turing-Maschinen? Einerseits, alles, was normale Turing-Maschinen können, ist klar. Andererseits, zahlentheoretische Behauptungen überprüfen. Und zwar alle, die denkbar sind. Also zum Beispiel, wenn man eine Behauptung hat wie, für alle Zahlen gilt Blabla. Wobei das Blabla wieder eine elementar nachprüfbare Aussage ist, wie vorhin bei diesen Sigma-1-Aussagen. Ja? Also zum Beispiel, für alle Zahlen x gilt x plus x gleich 2 mal x. Das wäre eine ganz einfache Behauptung. Und eine Super-Turing-Maschine kann die einfach überprüfen, indem sie alle Fälle durchgeht. Sie probiert es halt für x gleich 0, für x gleich 1, für x gleich 2 und irgendwann hat sie alle Fälle durch und ist im Limes-Zustand. Können wir jetzt auch von R ausgehen oder muss ich natürliche Zahlen nehmen? Natürliche Zahlen, ja. Ja, du kannst die Reellen Zahlen halt nicht durchgehen, ne? Also sag mir, welche Zahl du nehmen willst nach der 0. Ja, man, du kannst Du kannst, Scherzkeks. Du kriegst einen Auswahlaxiompunkt. Was er schlecht ist. Wie sieht die Wohlordnung auf reellen Zahlen aus? Das ist ja, die wählen wir. Mit dem Auswahlaxiom gibt es eine, ja? Du kannst sie nicht hinschreiben. Ach so. Ja. Das ist eine von den schönen Sachen, die Äquivalenz zum Auswahlaxiom. Genau, oder? Genau. Nett. Lukas? Wie würde man die hinschreiben? Also wie würde man die definieren, die Super-Turing-Maschine? Genau, das ist gut, dass du das fragst, weil das müsste... Würde man dann den Zustand haben, den designierten Zustand haben und der sagt halt dann fertig? Genau. Es ist so, also du prüfst nacheinander alle natürlichen Zahlen. Und dabei kann es doch vorkommen, dass du auf eine Zahl stößt, wo die Behauptung halt nicht stimmt. Dafür hat man einen Zustand? Dafür hat man einfach einen Zustand, der dann abbricht oder eine Fehlermeldung aufs Band schreibst, wenn du sehr benutzerfreundlich sein willst, ne? Gut. Aber wenn das... Ein bisschen schön internationalisiert. Genau, schön internationalisiert mit einem tollen Haskell-Framework vom Prof. Quatsch. Das ist ja trivial, das ist eine Anzahl von endlichen Stücken. Ja, genau, ist kein Problem. Einfach den Haskell-Compiler genau. In der Turing-Maschine. Genau. Die Frage ist nur, was passiert, wenn die Behauptung stimmen sollte? Dann findet die Turing-Maschine halt nie ein Gegenbeispiel. Das heißt, irgendwann ist sie durch, landet also im Limes-Zustand und sie weiß, aha, die einzige Möglichkeit, dass sie in Limes-Zustand gekommen sein konnte, war die, dass ich halt kein Gegenbeispiel gefunden habe. Also schreibe ich jetzt aufs Band, herzlichen Glückwunsch, die Behauptung stimmt. Also du brauchst quasi nur bis Omega und dann bist du fertig. Genau. Das werden wir auch jetzt immer machen. Wir werden uns überlegen, wie krass super unsere Super-Turing-Maschine sein muss.
Willkommen im Open Lab. Das ist eine Ausnahme. Der große Vorteil von Super-Turing-Maschinen ist, dass man damit dann auch SpaceMax vernünftig benutzen kann. Das kann man damit machen, ja. Und irgendwie Windows 10 oder so, ja. Um also so eine Behauptung nachzuprüfen, braucht eine Super-Turing-Maschine omega viele Schritte. Ja? Wie kann eine Super-Turing-Maschine so eine Behauptung nachprüfen? Es gibt eine Zahl mit der Eigenschaft hm. Geht er nicht auch wieder alles durch? Und wenn er die Zahl gefunden hat, ist gut. Und wenn genau. Er durch ist und sie nicht gefunden hat, dann... Genau, wenn er in Limeszustand kommt, weiß er, gab leider nicht. Genau. Das heißt, um so eine Behauptung nachzuprüfen, braucht man auch nur omega viele Schritte. So, das gehen wir jetzt nicht mehr im Detail durch. Das sind aber sehr schöne Übungsaufgaben. Ich lade euch ein, die zu machen. Man kann auch Super-Turing-Maschinen bauen, die prüfen, ob es für jede Zahl n jeweils eine Zahl m gibt, sodass irgendeine Beziehung zwischen n und m wahr ist. Ja? Oder man kann andersrum kann Behauptungen überprüfen, der Art, es gibt eine Zahl n, sodass für alle Zahlen m irgendeine Behauptung gilt. Willst du irgendwas spoilern? Kannst du gerne machen. Wir haben gerade gerätselt, wie viele hierfür? Wie viele Damen auch so viele Schritte. Ja, sag mal, was die Turing-Maschine macht. Die geht alle Zahlen n durch, ne? Und dabei geht sie jeweils alle Zahlen m durch. Hoffentlich findet sie immer eine. Genau, dann geht es dann zur nächsten Zahl n, wo es wieder überprüft werden muss. Omega Quadrat? Ich glaube, 2 Omega genügt. Genau, ja. Oder vielleicht sogar Omega. Ich kenne es auch Omega Quadrat. Okay, dann müssen wir uns kurz konzentrieren, wenn wir das kurz machen wollen, ja? Also, wir gehen immer natürlich Zahlen n durch und da drin haben wir eine Vorschleife für m, ja? Und immer, wenn wir eine Zahl gefunden haben, sodass es klappt, dann freuen wir uns, sind fertig. Sollten wir keine Zahl m finden, sodass das klappt, landen wir im Limeszustand. Wir müssen uns irgendeine Art von Flag gesetzt haben, was gerade los ist, ne? Und wissen dann, dass es nicht geklappt hat. So, aber jetzt stellen wir uns vor, der gute Fall, ja? Also das heißt, für die Zahl 0 finden wir was, für die Zahl 1 finden wir was, für die Zahl 2 finden wir was. Genau, für alle Zahlen haben wir was gefunden. Dann sind wir nach omega vielen Schritten auch im Limeszustand. Und jetzt müssen wir noch irgendwie rausfinden, dass wir jetzt nicht deswegen im Limeszustand sind, weil es keine so eine Zahl m gab, ciao Lukas, sondern dass wir deswegen im Limeszustand sind, weil wir alles geschafft haben. Das können wir machen, indem wir irgendwie, wenn wir ein Gegenbeispiel finden, vorne ranfahren und dann da irgendwie das Band irgendwie eine 1 schreiben und dann kriegen wir über den Limsub dann die. Ja, dann müssen wir über den Limsub das dann eigentlich kriegen, oder? Genau, sobald wir ein Gegenbeispiel gefunden haben. Du markierst es einfach vorne irgendwo und dann schaust du, was heißt. Also angenommen, wir fangen an. Das endlich viele Schritte. Ja, aber Moment, ist das. Ich du kannst ja alles auch durch und verdammt dazu. Moment, wir fliegen du nicht kannst, mal. Du kannst doch. Also ich sag euch, wie ich mir überlegt habe, ja, wie die Turing-Maschine es macht, aber vielleicht kann die Turing-Maschine cleverer programmieren und dann braucht sie weniger Schritte. Also wir sind in Omega plus irgendeine Zahl, also nicht in ganz. Ja, ich sag dir kurz, wie ich es gemacht habe und das braucht auf jeden Fall Omega plus Omega viele Schritte und das werdet ihr auch gleich einsehen. Ich muss ja die Zahl n, die ich jeweils untersuchen muss, irgendwo auf dem Band speichern, weil ich ja kein Gedächtnis dafür habe. Ja? Gut, der Einfachheit halber sage ich, erlaube ich mir 2 verschiedene Bänder. Ein Band, auf dem ich die Zahl n schreibe und dann ein Arbeitsband, wo ich dann immer schaue, hey, gibt es eine Zahl m, sodass diese Behauptung stimmt. Wir haben ja schon gesehen, ja, mehrere Bänder ist kein Problem, kann ich auch wieder zusammenmanschen. Gut, und wie speichere ich, welche Zahl n ich gerade habe? Ich würde es einfach ganz simpel jetzt erstmal machen, wenn ich die Zahl 17 speichern will, mache ich 17, 1er und dann eine 0. Und dann ab dort 0. Ja? Gut, und wie kann ich jetzt rausfinden, dass ich deswegen in den Limeszustand gekommen bin, weil es geklappt hatte für alle natürlichen Zahlen n. Das kann ich dadurch herausfinden, indem ich mir anschaue, was denn die Zahl n ist, die gerade noch auf dem Band gespeichert ist. Die wird nämlich sein 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ohne Ende. Und dann bist du bei 2 Omega. Und dann, genau, bei 2 Omega checke ich, dass ich da immer weitergelaufen bin und bin bei 2 Omega. Aber es kann gut sein, ich will jetzt nur nicht mehr Zeit drauf verwenden, es kann gut sein, dass man die Turing-Maschine cleverer programmieren kann, und dann vielleicht weniger als 2 Omega viele Schritte braucht. Tim nickt gerade sehr vehement, das heißt, wir fragen nachher Tim. In Omega vielen Schritten, sehr geil, gut. Ja? Auf jeden Fall, man kann rekursiv zeigen, über den Formelaufbau, dass es für alle Arten von Quantorenmischungen, das wäre eine Pi-3-Aussage, das wäre eine Sigma-3-Aussage, dass man das immer entscheiden kann. Wenn ich jetzt quasi eine Super-Turing-Maschine hätte und ja. Sagt, die soll einmal von
vom Startpunkt ganz nach rechts laufen, ja, und dann wieder zurück. Es gibt kein ganz nach rechts, gell? Also quasi, die sollen halt, nach Omega vielen Schritten dann. Na, ich meine, nach Omega vielen Schritten ist sie ja wieder zurückgesetzt worden, ja, okay, auf Position 0. Ja. Ja. Nein. Nee, also die gibt es zunächst nicht. Wenn das Regelwerk ein Move anweist, der nicht legal durchführbar ist, dann explodiert einfach die Maschine. Also sie hält dann an. Ja. Aber du kannst das emulieren, ja, indem du zum Beispiel ganz am Anfang, bevor du startest mit deinen Sachen, auf das vorderste Feld irgendwie ein Spezialzeichen malst. Und wenn du später zurückspulen willst, dann schaust du einfach, gehst einfach so lang zurück, bis dein Spezialzeichen dran ist. Ehrlich, weil du kannst ja alles, also musst halt, das ist. Es muss wirklich ein neues Zeichen sein, damit ich es nicht mit den 0 und 1 verwechsel. Jetzt kann man sagen, okay, dann habe ich aber mein Alphabet erweitert auf 3 Zeichen, aber anderes Lemma sagt, man kann das auch wieder runterbrechen auf nur 2. Zum Beispiel, indem man immer 2 Zeichen nebeneinander macht. Wenn du eine echte 0 haben willst, machst du 0,0. Wenn du eine echte 1 machen, haben willst, machst du 1,1. Und wenn du dein Spezialzeichen machst, machst du 1,0. Ja, und dann über halt eigentlich das Beispiel, wie das halt in Omega vielen Schritten geht, ja, indem man halt dieses Spezialzeichen durch ein Fertigzeichen ersetzt, wenn man eine Lösung gefunden hat. Okay, ja. Kann gut sein, ich habe so ein bisschen Angst darüber nachzudenken, weil es gibt ein Phänomen noch, was ihr noch nicht gesehen habt. Es sei denn, ihr habt schon selbst darüber nachgedacht, das seht ihr gleich. Also da muss man sich ein bisschen konzentrieren und deswegen habe ich immer ein bisschen Angst, aber wir sehen das gleich. Das ist übrigens ein großes Problem, was viele Programmierer immer machen, ja, dass sie nicht ein Spezialzeichen sich ausdenken, ja, sondern versuchen, das im gleichen Zeichensatz zu definieren, ja, das Endezeichen, ja, und dann auf die Nase fallen, wenn es doch irgendwo vorkommt. Ja. So Backslash N zum Beispiel. Ja. Oder ja, was man dann bei Shell Escaping 50.000 Mal escapen muss, ja, wenn man Glück hat. Und man hat immer noch nicht alle Fälle ja abgegeben. Lieber eine Transformation von einem erweiterten Zeichensatz, ja, auf den eigentlichen, genau, definieren, ja, und den Nutzer dann nur diesen erweiterten Zeichensatz benutzen. Ich bin erst kürzlich durch die Quoting-Hölle marschiert, als ich SSH-lartig geschrieben habe. Und das passiert immer und immer wieder. Das ist ja allein schon aus dem Grund, dass wir halt in Unicode, ja, oder in ASCII unseren Code schreiben, haben wir dieses Problem ständig, ja, was sich umgehen lassen könnte. Ja. Wenn man nicht in der Repräsentation schreibt, sondern... Was kann Super-Turing-Maschinen noch? Sie können rausfinden, ob eine gegebene gewöhnliche Turing-Maschine hält. Super-Turing-Maschinen können normale Turing-Maschinen emulieren. Ja, sie müssen halt irgendwo eine Region haben für das Band der normalen Turing-Maschine, zum Beispiel jede zweite Zelle von ihrem eigenen Band. Sie müssen irgendwo den internen Zustand und so weiter speichern, aber es ist alles möglich zu machen. Man lernt in der Einführung in die theoretische Informatik-Vorlesung, wie das geht. Und so können die halt eine normale Turing-Maschine simulieren. Und nach Omega vielen Schritten, also wenn sie in den Limes-Zustand kommen, wissen sie, okay, die Turing-Maschine hat nicht angehalten. Das ist eine krasse Aussage, ne? Weil ihr wisst, beziehungsweise werdet lernen in der Einführung in die theoretische Informatik, ne? Dass das Halteproblem unentscheidbar ist. Also man kann vielleicht, wenn man eine gegebene Turing-Maschine hat, durch Kreativität und Intelligenz und so weiter rausfinden, ob sie halten wird oder nicht. Und das wird aber immer schwerer. Aber was auf jeden Fall nicht geht, ist, ein Programm zu programmieren, was diese Analyse für einen macht. Das ist die Unentscheidbarkeit des Halteproblems. Wie sieht es aus im Halteproblem für Super-Turing-Maschinen? Das ist wieder nicht lösbar, genau. Auch eine Super-Turing-Maschine kann, also die kann zwar das Halteproblem für gewöhnliche Turing-Maschinen lösen, aber nicht für andere Super-Turing-Maschinen. Und der Beweis ist auch exakt derselbe, wie du kennst, fürs Halteproblem. Gibt es da vielleicht so eine Hierarchie von immer mächtigeren Super-Turing-Maschinen? Ja, genau. Du kannst immer ein Orakel quasi dazu nehmen. Kannst du machen. Ja, ja. Wieder das gleiche wie bei Classes und Kinds. Ja. Ja, so gesehen schon, ja. Genau. Ordinalzahlen. Genau. Ja. Die dürfen alle die Ordinalzahlen verwenden. Die Klasse sämtliche Ordinalzahlen. Ja. Wie war das? Genau, aber parametrisiert durch die Ordinalzahl. Nee, genau. Eine Super-Turing-Maschine ist eine sehr gute Bemerkung. Die Frage ist, bis zu welcher Ordinalzahl darf denn so eine Super-Turing-Maschine rechnen? Antwort, man gibt keine Schranke vor. Trotzdem gibt es noch einen Fun-Fact dazu, was gleich kommen wird. Super-Turing-Maschinen können auch Super-Turing-Maschinen selbst emulieren. Ja. Und sie können auch verwandte Arten von Maschinen emulieren. Ja. Das ist wieder die Sache mit der Robustheit des Konzepts. Man kann sich irgendwelche leicht anderen Varianten vorstellen, vielleicht Super-Turing-Maschinen mit 2 Bändern oder so. Und eine normale Super-Turing-Maschine kann so eine krassere Super-Turing-Maschine emulieren. Und das Krasseste auf dieser Folie, auch wenn ich glaube, dass ihr das gerade noch nicht so seht, weil ihr nicht diese Notation kennt,
Super-Turing-Maschinen können Pi 1,1 und Sigma 1,1 Aussagen entscheiden. Das werden wir gleich noch diskutieren. Und weil du nur einen willst, oder? Eben. Eben. Krass. Das ist eine krassere Art und Stufe. Die Aussagen hier, die gehören der sogenannten arithmetischen Hierarchie an. Und das ist eine Aussage der auf der dritten Stufe der arithmetischen Hierarchie, weil hier drei Quantoren kommen. Diese Aussagen gehören der analytischen Hierarchie an. Und die ist ein ganz anderes Level. Gut. Nicht jede 0-1-Folge aus Punishern. Genau. Super-Turing-Maschinen können nicht alles. Zum Beispiel können sie nicht jede denkbare 0-1-Folge aufs Band schreiben. Und das ist ganz leicht zu sehen. Aber du kannst nur eine aufs Band schreiben. Ja, ja, okay, aber nee, die Frage ist, gibt es für jede Vorstellung von einer 0-1-Folge jeweils eine Super-Turing-Maschine, die dann diese Folge hinmalt? Da kann man sich fragen, wie viele Super-Turing-Maschinen gibt es und wie viele 0-1-Folgen gibt es. Genau, Georg Cantor lässt grüßen. Wie viele 0-1-Folgen gibt es? Eine unendlich lange 0-1-Folge. Also wie viele mögliche Bandinhalte gibt es? Naja, vorne, für die vorderste Zelle haben wir zwei Möglichkeiten. Für die nächste haben wir wieder zwei Möglichkeiten. 2 mal 2 mal 2 mal 2, also 2 hoch, wie viele Zweier waren das? Aleph 0, viele Zweier? Omega. Von der Anzahl her war es Aleph 0. Von der Anordnung her war es Omega. Also wie viele Zweier sind es? Aleph 0. Was kommt da insgesamt raus an Anzahl Möglichkeiten für so ein Band? 2 hoch Aleph 0. Merken wir uns das. 2 hoch Aleph 0, ja? Gut. Wie viele Super-Turing-Maschinen gibt es? Jede einzelne Super-Turing-Maschine ist durch endlich viele Daten vollständig bestimmt. Ja? Jede Super-Turing-Maschine hat ja nur endlich viele Zustände und endlich viele Übergänge zwischen den Zuständen. Ja? Um eine Super-Turing-Maschine hinzumalen, brauche ich halt irgendwie ein ASCII-Dokument, wo ich das beschreibe. Und es gibt nur abzählbar viele ASCII-Dokumente. Aleph 0 viele. Wir Dokumente. Nur ein Strichalphabet, also natürlich. Ja. Aber trotzdem könnte es eine Super-Turing-Maschine geben, die einfach alle 0-1-Folgen, eine einzige aufs Band stellen. Ja, sie kann. Viele, die alle Folgen aufs Band stellen. Alle 0-1-Folgen. Nee, das Band ist ja nur. Ja, nacheinander halt. Ja, aber das Band ist nur Omega lang. Ja, ja. Aber ach so, sie schreibt erstmal die erste Folge hin, ja, dann löscht sie das Band wieder, dann tut sie die zweite Folge hinschreiben oder sowas. Genau, das ist eine andere Frage. Ja, nee, genau, ich hätte es genau sagen müssen. Was ich meinte war, also ich stelle mir eine wirklich sehr schöne 0-1-Folge vor und ich will eine Super-Turing-Maschine haben, die diese Folge aufs Band schreibt und dann hält. Genau. So, und man sieht jetzt, dass das nicht immer möglich ist. Weil es gibt nur Aleph 0 viele Super-Turing-Maschinen, aber 2 hoch Aleph 0 mögliche Bandinhalte. Und 2 hoch Aleph 0 ist nach Georg Cantor. Und zuletzt hat es Makarios hier sogar konstruktiv in Isabel, also computergestützt, bewiesen. 2 hoch Aleph 0 ist echt mehr als Aleph 0. Deswegen muss es Bandinhalte geben, und wir werden später noch ein konkretes Beispiel sehen, es muss Bandinhalte geben, die nicht plottbar sind, quasi durch eine Super-Turing-Maschine. Also muss jetzt was definiert werden, was das dann kann? So gesehen schon, ja genau. Ja. Hast ja was zu tun. Ja. Und eine andere Sache ist, Sie können auch nicht alle Funktionen berechnen. Also die Frage ist, welche Funktionen von n nach n sind denn berechenbar durch eine normale Turing-Maschine? Das sind so und so viele. Super-Turing-Maschinen können noch viel mehr Funktionen von n nach n berechnen. Aber auch Super-Turing-Maschinen können nicht jede Funktion von n nach n berechnen. Denn wie viele Funktionen von n nach n gibt es? Aleph 0 hoch Aleph 0 viele. Das ist dasselbe wie 2 hoch Aleph 0, Übungsaufgabe. Und das ist mehr wie Aleph 0. Ja, es gibt einfach nicht hinreichend viele verschiedene Super-Turing-Maschinen für die Anzahl der Funktionen. Und jetzt möchte ich euch noch ein Beispiel für eine Super-Turing-Maschine zeigen, welches interessanter ist, weil es die Superheit von der Super-Turing-Maschine krasser ausnutzt. Eben gerade auf der Folie, ja, da haben wir uns doch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie viele Schritte diese Super-Turing-Maschine eigentlich braucht. Und wir waren irgendwie so bei Omega oder Omega-Quadrat oder sowas, ja. Aber für das Problem, was ich hier jetzt vorstellen möchte, braucht eine Super-Turing-Maschine wirklich nochmal deutlich mehr Schritte. Das ist interessant. Sowas ist ein Baum. Bäume haben bei mir eine Wurzel und jeder Knoten darf mehrere Kinder haben, auch gerne unendlich viele Kinder. Ja? Das soll hier angedeutet sein, weil die Abstände zwischen zwei Kindern werden immer kleiner und dann halt so punktpunktmäßig. Manche Bäume heißen jetzt wohlfundiert, nämlich solche, wo es keine unendlichen Pfade drin gibt. Ein Pfad wäre zum Beispiel von hier nach dort. Das ist ein Pfad der Länge 2, ja? oder 3, je nach Zählung, ist mir egal.
Und so ein Baum könnte vielleicht auch einen unendlichen Pfad haben. Ich habe das hier auch wieder versucht anzudeuten. Nach links, hier dann das mittlere, nach links, nach rechts, nach unten. Und wenn es hier immer so weitergeht, dann hätte der Baum halt einen unendlichen Pfad. So ein Baum wäre dann nicht wohl fundiert. Also der... Was heißt in dem Kontext entscheidend? In welcher Form ist dieser Baum überhaupt gegeben? Ja, genau. Genau. Natürlich gute Frage. Die Aufgabenstellung soll jetzt folgende sein. Wenn jemand... Also wir wollen eine Super-Turing-Maschine entwerfen, die folgendes kann. Bevor die Super-Turing-Maschine angemacht wird, muss jemand eine Beschreibung des Baums, der untersucht werden soll, auf das Band schreiben. Mit irgendeiner zuvor ausgemachten sinnvollen Codierung. Wie man halt einen Baum irgendwie als Zellen nebeneinander... Also es muss zum Beispiel abzählbar ein Baum sein. Ja, genau. Turing-Maschine gibt, die den Baum komplett hinmalen kann, nacheinander, zeilenweise oder sowas. So, und was die Super-Turing-Maschine jetzt machen soll, ist, sie soll irgendwie rechnen und zum Schluss soll sie sagen, ja, es gibt einen unendlichen Pfad oder nein, es gibt keinen unendlichen Pfad. Habt ihr eine Idee, wie das geht? Wir warten noch 10 Sekunden. Aber in 10 Sekunden wird es durch Tim gespoilert, also müsst ihr schnell nachdenken. Ah, es ist 10? Dann sollten wir vielleicht direkt nach der Folie aufhören und zum Sangam gehen, oder? Gehen wir zum Sangam? Keine Ahnung. Das ist in Ordnung beim Sangam. Ja, ja. Man geht einfach alle Pfade durch? Ja, kannst du ein bisschen genauer sagen? Also, ich gehe halt zurück, zum Beispiel halt erst den linken Pfad entlang. Komplett, und ich laufe den halt komplett lang. Ja. Und guck halt, ob ich unendlich lang dafür brauche. Genau, also quasi du versuchst immer weiter, sagen wir, nach links zu gehen, immer die linkeste Abkreuzung. Ja. Und es kann sein, dass du in den Limes-Ordinalzustand kommst, ja, und dann weißt du, aha, war unendlicher Pfad. Ja klar, weil davor ist ja immer nur vorne Konstante und das geht ja wieder rein in die Omega. Genau. Und wie merkst du dir irgendwie, dass du bei, also angenommen, der war jetzt nur endlich, ja? Wie machst du dann weiter? Also wenn der Pfad nicht weitergeht? Ja, dann gehe ich halt wieder zurück. Dann gehe ich halt wieder irgendwo zurück. Genau, und ich würde vorschlagen, dass wir diesen Knoten dann aus dem Baum löschen, damit, wenn wir das nächste Mal bei der Wurzel anfangen abzulaufen, dass wir nicht wieder zur selben Stelle kommen. Ja, wenn man markiert, geht es bis zur Markierung und geht dann weiter. Da irgendwie so geht es auch, genau. Da gibt es noch eine kleine Subtilität, die will ich euch gerade noch zeigen, weil das ja auch die Live-Demo ist. Ich lade euch ein, wenn ihr gleich diese Live-Demo gesehen habt, dass ihr dann noch mal ein bisschen präziser darüber nachdenkt. Das ist auf jeden Fall eine Operation, die viel, viel länger braucht als Omega, je nachdem, wie der Baum verzweigt ist. Wenn der Baum irgendwie so gemacht ist, dass er hier unendlich viele hat und dann bei jedem dieser Knoten wieder unendlich viele und wieder und wieder und wieder, dann braucht es zum Beispiel Omega hoch 2, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall schon mal mehr. Und wenn das nochmal weiter verzweigt ist, Omega hoch 3 und so, ja. Überlegt mal, wie viel Zeit man da jeweils braucht in Abhängigkeit des Baums. Warum das so toll ist, besprechen wir nächstes Mal. Das ist aufgrund dieser Sache. Aber ich will eine Sache noch zeigen, bevor wir jetzt zum Sangam gehen, nämlich das da kurz noch. Weil das noch ein witziges Phänomen ist. Ich habe hier euch eine Super-Turing-Maschine gegeben und ich frage euch, was macht die? Der Programmtext steht hier. Die schaut sich an, ob die aktuelle Zelle eine 0 oder eine 1 ist. Wenn es eine 1 ist, dann hält sie. Und wenn es eine 0 ist, macht sie Folgendes. Sie schreibt in eine Zelle eine 1 rein, dann schreibt sie in dieselbe Zelle wieder eine 0 rein und dann läuft sie nach rechts. Also sie lässt die Zelle kurz aufleuchten. Die Originalautoren haben auf Englisch geschrieben und die haben das genannt to flash a flag. Also wenn die Zelle schon 1 ist, dann einfach aufhören. Wenn sie 0 ist, dann kurz anmachen, wieder ausmachen, dann nach rechts laufen. Wir gehen es kurz durch, ja? Also sie macht das, sie hat es auf 1 gesetzt, sie hat es auf 0 gesetzt, sie läuft nach rechts. Die schreibt der Limes zwischen der 1 und der 0. Ja, ist jetzt eben die Frage. Was ist der Zustand des Bandes nach Omega vielen Schritten? 0. Eine 0, genau. Weil die Zelle hatte sich ja stabilisiert. Die hat ganz kurz aufgeleuchtet, aber sie hat sich stabilisiert danach. Sie war dann, ab Zeitschritt 2, war sie dauerhaft 0. Wie geht's weiter? Sie sieht, sie ist im Limeszustand, sie sieht eine 0. Sie macht eine 1 rein, sie macht eine 0 rein, sie geht nach rechts. Was ist der Zustand zum Zeitpunkt 2 Omega? Das Band ist halt noch
nach Omega oder immer 1, weil man ja... Der Zustand ist Limeszustand, genau. Und das Band an der Stelle hat wieder 0. Ja, aber man nimmt doch den Limes Superior, oder nicht? Dann ist doch alles 1. Nee, weil die 1 war nur ganz, hat ja nur einmal kurz aufgeleuchtet. Achso, nein, ja, dann war es ja wieder 0. Genau. Aber Limes Superior von allen Bändern, oder nicht? Ja, von allem, was man bisher gesehen hat, und das wird auch gleich ein wichtiger Punkt werden. Wird doch alles einmal 1 und dann ist alles... Ja, aber also bisher hat die Zelle genau zweimal 1 aufgeleuchtet und sonst war sie immer 0. Also sie war stabil bei 0. Limes Superior heißt nicht, dass man... Stabil. Ja, okay, genau. Nicht einfach der Maximalwert, der irgendwann mal kurz erreicht wurde, sondern der, auf den es sich eingependelt hat, wenn es einen solchen gibt, oder nur, wenn es sich nicht eingependelt hat, dann den größten. Mhm. Also man denkt, die Maschine ist in der Endlosschleife gefangen. Und nicht nach Omega Quadrat. Omega Quadrat. Sie ist in der Omega-Schleife gefangen. Sie ist in der Omega-Schleife gefangen, aber sie kann aus der ausbrechen. Weil was ist der Zustand der, oder der, die ganze Situation von der Maschine zum Zeitpunkt Omega Quadrat? So, da schauen wir uns das einfach als Live-Nummer an. Wie lange dauert das jetzt ungefähr? 4 Sekunden. Ja, ich habe es ein bisschen langsam gemacht, damit man es besser sieht. Genau. Und zwar habe ich das in Perl 6 programmiert. Weil Perl 6 auch eine geile Sprache ist. Und weil Perl 6 dieses Feature hat von unendlichen Schleifen in endlicher Zeit. Sogar in O von 1 Zeit und deswegen war das ganz witzig. Ich hab das Perl genannt schon. Am Anfang lauter Nuller, dann eine 1. Jetzt läuft es immer weiter nach rechts, jetzt ist es bei Omega angekommen. Man achtet also immer darauf, wie die vorderste Zelle aussieht. Und dann könnt ihr gleich selbst den Limes-Zustand sehen, also den zum Zeitpunkt Omega Quadrat. Es wird immer schneller, gell? Achtet hier oben drauf. Ja, es wird irgendwann stabil, ja. Genau, also, weil der Bildschirm nicht mehr hinterherkommt, ne? Aber aus der Sicht von Omega Quadrat war es überhaupt nicht so, dass sich die vorderste Zelle eingependelt hat. Sondern die war unendlich oft eine 1. Ne? Zum Zeitpunkt 17 Omega war die vorderste Zelle nur 17 mal eine 1. Aber zum Zeitpunkt Omega Quadrat war die vorderste Zelle Omega oft eine 1. Daher ist das der Limes Superior, daher haben wir vorne eine 1. Und so kann die ausbrechen aus der Omega-Schleife. Ja? Oh mein Gott. Okay. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Es gibt noch ganz viele interessante Phänomene von Super-Turing-Maschinen, aber die laufen uns ja nicht weg. Ich danke euch, weil es sie auch gar nicht gibt. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen zum Sangam jetzt. Danke sehr.